Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war bei Mac. Mein erster Mac-Einkauf. Ich hatte einen Gutschein, ich habe aber im Endeffekt trotzdem nochmal 25 Euro drauf gezahlt. Ich habe auch nur zwei Sachen gekauft, aber es sind wie gesagt meine ersten Sachen von Mac und ich wollte sie euch mal zeigen. Ich war in Frankfurt mit der Seaham und ja, dann legen wir doch einfach mal los. So, diese beiden Sachen habe ich mir gekauft. Zum einen habe ich mir ein Skinfinish gekauft. Und zwar ist das aus der Lightness of Being LE geholt in der Farbe Lightscapade. Und ja, ich werde es jetzt mal aufmachen. Und vorsichtig damit sein. Ja, es ist dieses wunderschöne Stück. Ich mache es natürlich jetzt auch noch auf. Da-da! Ich finde ihn so schön. Schön, oder? Ich werde ihn euch natürlich auch swatchen. Ich weiß nicht, ob das Licht jetzt gerade so gut ist. Moment. Ja, so könnt ihr ihn schon besser sehen. Es gab eben einen in so eine peachige Richtung wie der jetzt und eben einen, der noch so ein bisschen mehr ins Rosane ging. Ich habe mich für den Ton entschieden. Und ich traue mich gar nicht rein zu touchen, aber ich werde das jetzt für euch tun. Und hier seht ihr ihn. Auch wenn, glaube ich, nicht sonderlich gut gerade. Aber er ist so schön. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall heute noch ausprobieren. Also im Gesicht dann. Ja, Lightscapade. Ich packe ihn mir jetzt wieder ein. Ja, mein erstes Produkt von MAC. Ja, die meisten von euch werden es wahrscheinlich kaum glauben, aber ich besitze wirklich bis jetzt, habe ich nichts von MAC besessen, das sind die ersten Teile. Und dann habe ich mit der lieben Easy Peasy bei Instagram, verlinke ich euch mal irgendwo hier, gesprochen und sie meinte, ich soll mir doch mal das Paint Pot in der Farbe Constructivist anschauen. Habe ich es richtig ausgesprochen? Wollen wir es mal hoffen. Und habe ich getan. Ich hatte das und Indian Wood ausprobiert, weil das so zwei Töne sind, die ich glaube ich oft benutzen würde. Und ich habe mich für Constructivist entschieden. Das ist dieses wunderschöne Teil hier. Und das mache ich euch auch mal auf. Und das ist diese Farbe. Es ist einfach eigentlich ein Braunton, aber so schön. Moment. Ich glaube, auf dem Finger könnt ihr das besser sehen, als wenn ich euch das jetzt swatche. Wobei, ihr könnt es ja auch mal swatchen. Also die Farbe ist wirklich bam, bam, bam. Ist eben so ein tolles Braun mit Schimmer und ja, was soll ich sagen? Ich find's toll. Ja, Irina, das war ein guter Tipp. Ja. Die zwei Sachen habe ich mir gekauft. Ich zeige euch das hier nochmal. Und ich bin super glücklich. Ja, das war mein kleiner Mac-Haul. Ich weiß, es ist ein super kurzes Video mal wieder geworden, aber es ist ein besonderes Video für mich, weil es eben die ersten Sachen sind. Und ich bin super gespannt, die Sachen auszuprobieren, ob sie wirklich so toll sind, wie jeder sagt. Und ich werde euch natürlich berichten. Vielleicht nehme ich euch auch einfach live mit. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!